Warum können wir nicht uns so verändern, so lieb und nett zueinander werden, bevor was passiert? Warum müssen wir Hass in unsere Herzen tragen? Warum müssen wir unser Herz vergiften? Warum müssen wir unsere rote Herz schwarz werden lassen? Help Dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Covid-19, Corona, Coronavirus. Seit 2019 beschäftigt uns das. Ist jetzt weniger geworden. Wir haben jetzt fast Ende 2022. Vielleicht wird auch dieses Video Anfang 2023 ausgestrahlt, je nachdem. Wo das mit Corona rausgekommen ist, hier in Deutschland, ganz besonders hier in Bremen, haben viele Menschen Angst gehabt auf einmal, was auch komplett verständlich ist. Und viele Organisationen regional haben ihre Obdachlosenprojekte niedergelegt, weil man nicht wusste, was genau los ist, somit auch die Gefahr für die Organisation, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehr hoch war, um rauszugehen, um Obdachlose zu helfen. Somit war die Bedürftigkeit der Obdachlosen auf einmal größer. Viele Instituten haben geschlossen, viele haben ihre Türen zugemacht, auch für die Obdachlosen. Das haben wir hier auch erlebt. Und wir als Help Dunya waren einer der Ersten, die trotz das auf die Straße gegangen sind. Unsere Teammitglieder, ich kann mich doch sehr gut daran erinnern, wir haben Masken gekauft, was wir an die Obdachlosen verteilt haben, Desinfektionsmittel, war auch sehr knapp, aber wir haben trotzdem das gefunden im Großmarkt etc. Wir haben sogar Masken an Instituten verteilt, wie zum Beispiel Polizei, Justiz, Gefängnis, Krankenhäuser, Schulen, Kitas, egal was da war, wir sind hingegangen, haben gefragt, braucht ihr Masken? Ja, haben wir abgegeben. Deutschlandweit hat man uns eingeschrieben, ob wir Masken zuschicken können, was wir auch gemacht haben. Und für die Obdachlosen haben wir Brote geschmiert und sind raus und haben die Obdachlosen geholfen. Es war eine gespenstige Atmosphäre. So kennt man aus den Filmen, wo auf einmal ein Virus gibt und die Menschheit verbarrikadiert sich mehr oder weniger in den Häusern, in den Wohnungen. So eine komische Atmosphäre war das. Viele Menschen waren sehr nett und lieb miteinander. Man hat damals viel den Spruch gehört, bleiben Sie gesund, bleiben Sie gesund, bleiben Sie gesund. Den Spruch hört man jetzt kaum noch, 3 Jahre später. Ich frage mich immer, warum müssen Katastrophen, egal ob Menschen gemacht oder Natur oder was auch immer, müssen passieren, dass wir Menschen uns ändern und so lieb und nett zueinander werden. Diese bleiben Sie gesund, hat man mehrfach gegeneinander immer gesagt, miteinander, am Telefon, beim Einkaufen, wo auch immer. Warum können wir nicht uns so verändern, so nie lieb und nett zueinander werden, bevor was passiert? Warum müssen wir Hass in unsere Herzen tragen? Warum müssen wir unser Herz vergiften? Warum müssen wir unsere rote Herz schwarz werden lassen? Warum müssen wir unbedingt uns gegenseitig helfen, wenn Katastrophen passieren? Das ist ein Riesenfragezeichen bei mir. Nochmal auf die Obdachlosen zurückzukommen. Die waren sehr dankbar, dass es Leute gab, die in der Zeit trotzdem ihre Leben aufs Spiel gesetzt haben. Es haben einige viele sogar ihre Bekannte und Verwandte durch den Corona verloren. Möge dessen Seelen in Frieden ruhen. Und trotzdem sind einige Help Dunya-Mitglieder, einige viele waren das, mit diesem Risiko sich anzustecken, trotzdem auf die Straße gegangen und haben Menschen geholfen. Und es war eine sehr
schöne Zeit in eine negative Zeit. Sehr schön in dem Sinne, dass man sieht, dass man stabile Leute um sich herum hat. Und das Ganze hat, ich weiß nicht mehr, wie viele Monate oder Wochen das war. Auch andere Organisationen sind dann auch irgendwann auf die Straße gegangen und haben ihre Arbeit weitergemacht, was mich auch erfreut hat. Denn Obdachlosenprojekte, was wir in Deutschland durchführen, ich muss sagen, das war nicht nur in Bremen, ne, das waren auch in anderen Städten. Die Obdachlosenprojekte, die wir in Deutschland durchführen, die sind ein kleiner Teil von unseren Projekten. Wir sind mehr konzentriert auf Ausland, weil es im Ausland viel mehr Bedürftigkeit gibt, als es hier in Deutschland. Was nicht bedeutet, dass man Deutschland vernachlässigen soll. Was nicht bedeutet, dass man regionale Projekte vernachlässigen soll. Nein, regional setzen wir uns für Obdachlose ein. Bremen, Hannover, Oldenburg, Köln, Düsseldorf, Essen, im Bereich Nordrhein-Westfalen, Frankfurt, eine Stadt kann mir nicht auf den Namen. Die Damen und Herren, ihr seid da tätig, verzeiht mir, ich komme gerade nicht auf den Namen, vielleicht fällt mir das noch ein. Im Großen und Ganzen, da sind normale Leute wie du, wie er, wie sie, die uns anschreiben und sagen, können wir euch dabei unterstützen, wir möchten auch ein Obdachlosenprojekt durchführen. Also wenn ihr in dem Bereich aktiv werden möchtet, schreibt uns gerne an. Man kann natürlich jetzt sagen, die Obdachlosen haben selber Schuld, dass sie auf der Straße sind, aber da sind auch verschiedene Schicksale, die dahinter stecken, dass sie obdachlos geworden sind. Unter anderem erzähle ich euch eine Geschichte, was mir hängen geblieben ist im Kopf. Einer sagte, dass sein Sohn, ich glaube sein ein- oder zweijähriger Sohn, in seine Händen gestorben ist. Danach, um die Probleme zu lösen, hat er zu Alkohol gegriffen, was komplett falsch ist. Alkohol ist auch eine Droge. Hat er danach gegriffen. Er ist süchtig geworden, hat dann durch die Sucht Frau verloren, Haus verloren, Arbeit verloren. Es ist er obdachlos geworden. Aber nicht alle Obdachlosen sind Drogensüchtige oder Alkoholiker. Aber hinter jedem von den Menschen, die auf der Straße sind und bedürftig sind, steckt ein Familienschicksal. Zwei Themen in einem Video. Obdachlosigkeit und Coronavirus. Coronavirus hat unser Leben verändert und hat gezeigt, wie schnell das Leben hier in Deutschland sich um 180 Grad drehen kann, was keiner zuvor gedacht hatte von der neuen Generation. Die von der älteren Generation, die noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, wissen ganz genau, wie schnell sowas passieren kann. Und die zweite Generation, beziehungsweise die Generation, die den Krieg nicht miterlebt hat in Deutschland, hat gesehen, dass von heute auf morgen sich das Leben ändern kann. Mein Appell, lass uns gemeinsam diese Ellbogen kämpfen sein lassen. Lass uns unsere Ellbogen beugen. Lass uns die Welt teilen. Lass uns das, was wir teilen, mit anderen Menschen. Lass keinen Hass in unseren Herzen tragen. Lass uns nicht zulassen, dass unser Herz schwarz wird, soll rot bleiben. Und lass uns nicht warten, dass Katastrophen oder Ähnliches oder Schicksale unser Leben verändern, dass wir Gutes beginnen. Lass uns jetzt anfangen, gute Taten zu beginnen. Lass uns mit guten Taten wetteifern. Vielen Dank.